Ihm sitzt der Schreck noch in den Knochen. Vor einer Woche fand Helmut Kohl seine Schafe verletzt und völlig verschreckt vor. Ein Schaf lag tot und angefressen auf der Weide. Drei hatten Bisswunden an der Kehle. Drei waren verschwunden. Der Schreck war sehr, sehr groß gewesen und man ist schockiert. Man weiß auf den ersten Moment, wie gesagt, gar nicht, was man machen soll. Ein schwer verletztes Schaf verendete inzwischen. Ein zweites hat schlechte Überlebenschancen. Sie ist so schwer verletzt, dass sie gar nicht mehr aufstehen kann. Ich muss ihr das Futter bringen, weil sonst geht sie immer noch verhungern. Und meinen Sie, sie kommt durch? Nee. Ich denke, ein Schaf, was jetzt schon 4 Tage, 5 Tage festliegt, das hat keine Chance. Wir müssen heute noch eine Entscheidung treffen, ob wir es einschläfern lassen. Schnell kam der Verdacht auf, der Angreifer war ein Wolf. Welche Hilfe bekommen dann Nutztierhalter? Zunächst einmal muss geklärt werden, war es tatsächlich ein Wolf oder ein Hund? Moritz Schmidt von der Stiftung Natur und Umwelt war vor Ort und hat sich ein Bild gemacht. Wölfe töten immer durch den Kehlbiss, zumindest Schafe und Ziegen. Die kleinen Paarhufer und ein Kehlbiss lag vor. Die Kehlbisse waren allerdings allesamt nicht so professionell angesetzt, wie man das von einem Wolf vermuten könnte. Wenn ein Wolf an einem Tier dran ist, ist es eigentlich selten, dass es überlebt. Um zu klären, ob es ein Wolf war, wird an den Bisswunden eine DNA-Probe entnommen und an das Senckenberg-Institut für Wildtiergenetik geschickt. Das Ergebnis steht noch aus. War es ein Wolf, bekommen die Halter der gerissenen Tiere den Wert ersetzt und können vorerst Zäune ausleihen, um ihre Tiere besser zu schützen. Für die Tannenbaumplantagen der Kohls keine Option. In den Kulturen jetzt noch zusätzlich Zäune aufzustellen, ist gar nicht machbar. Man verheddert sich mit diesem Zaun in den Bäumen drin. Wo gibt es Wölfe in Rheinland-Pfalz? Einen sicheren Nachweis für ein sesshaftes Rudel gibt es bisher nur bei Neuwied. Immer wieder wandern jedoch einzelne Wölfe durch unser Land. Ende Juli zog ein Rüde, mittlerweile Billy genannt, durch die Eifel und riss dort 18 Schafe und 2 Kälber. Seitdem geht bei Schaf- und Rinderhaltern in der Region die Angst um. Rufe nach sogenannten Wolfspräventionsgebieten werden laut. Was ist ein Wolfspräventionsgebiet? In Präventionsgebieten, das heißt dort, wo sich der Wolf wirklich niederlässt und aufhält, das kann man nachweisen über verschiedene Spuren oder DNA-Nachweise, werden Präventionsgebiete ausgewiesen. Dort können Tierhalter Förderungen in Anspruch nehmen für den Zaunbau, um ihre Herden sicherer zu machen. Im Norden gehören die Landkreise Altenkirchen, Westerwald, Neuwied, die Stadt Koblenz sowie Teile von Mayen-Koblenz und Rheinlahn zum Wolfspräventionsgebiet Westerwald. Auch in den Verbandsgemeinden Prüm, Gerolstein und Adenau bekommen Nutztierhalter 100% Förderung für Schutzzäune. Doch Wolfsrüde Billy machte um die Schutzgebiete einen großen Bogen. Wann wird ein Wolfspräventionsgebiet ausgewiesen? Man kann davon ausgehen, dass ein Wolf sich niederlässt, wenn er über einen längeren Zeitraum von mehreren Monaten nachgewiesen wird. Und wenn das der Fall ist, sollte nach unserem Managementplan ein Präventionsgebiet ausgewiesen werden. Ob die Eifel Wolfspräventionsgebiet wird, soll ein runder Tisch in Mainz diskutieren. Politiker, Nutztierhalter, Jäger und Bauernverbände sind darin vertreten. Das Nebeneinander von Landwirtschaft und freilebenden Wölfen ist für alle Beteiligten eine Herausforderung. Naturgemäß haben Nutztierhalter große Bedenken. Besorgniserregend ist das Ganze. Ich möchte anderen Viehhaltern, anderen Weidetierhaltern, die sollen auch aufpassen. Man muss vorsichtiger sein, finde ich. Jeder Spaziergänger, jeder Radfahrer, glaube ich, muss anders in den Wald gehen, egal was es war, ob es der sein Hund oder ein Wolf war. Man muss vorsichtiger sein. Fazit: Der Wolf steht unter strengem Naturschutz. Ihn abzuschießen steht unter Strafe. Risse von Nutztieren sind für die Halter schwer zu ertragen, gehören aber zum normalen Verhalten von Wölfen. Um Nutztiere davor zu schützen, helfen nur sichere Zäune und starke Herdenschutzhunde.
Thank you.